Alles klar. Ready? Jetzt. Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Die DRW-Versteher sind wieder da und ich freue mich, dass ich heute wieder zu Gast sein darf bei meinem Lieblingsfreund hier in Holtwig, bei den goldenen Ohren von Holtwig, the master himself, the master of the master, Björn Schlüter. Wieder mal eine grandiose Ankündigung hier. Ich freue mich darauf immer am allermeisten, wenn der Jonas zu Gast ist hier. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du vor allem den Weg auf dich genommen hast, wieder hier ins schöne Westmünsterland. Nämlich kein geringerer als die lebendige Tonstudio-Enzyklopädie Jonas Wagner. Ja, der nochmal kurz aufsteht und guckt, ob die Kamera läuft. Aber wir machen direkt weiter. Lass dich nicht davon abhalten, weil alle Leute, die uns zuhören, ich habe so eine Paranoia, dass die Kamera dann irgendwie aus ist und dass ich dann vergessen habe, auf Start zu drücken. Wir labern 2 Stunden und dann stelle ich fest, ach, machen wir einfach nochmal. Wir haben doch hier ein großes Produktionsteam von 13 genau, Leuten. 13 Assis, die da hinter der Kamera stehen und drauf warten, dass der Alte endlich anfängt zu quatschen. By the way, zu quatschen. Denn wir haben heute eine Premiere. Diese Folge wird präsentiert. Wir haben einen Präsentator hier im Podcast, der mich übrigens sehr freut. Denn diese Folge von den DRW-Verstehern wird dir präsentiert von Sonnable. Sonnable hat gerade den Smart EQ 4 rausgebracht, den ich dir wahnsinnig gerne in einem Video gezeigt hätte. Aber kam so kurz vor knapp erst in meine Mailbox rein, dass ich tatsächlich keine Chance mehr hatte, im Rahmen des Adventskalenders noch ein Video dazu zu machen. Aber unser Gruß geht auf jeden Fall an Sonnable. Und für dich, falls du dich für den Smart EQ 4 interessierst, ein Plugin, das irgendwie eine Kombination aus Equalizer und KI-getrimmter Equalizer ist, der vor allem, deswegen wollte ich eigentlich auch ein Video dazu machen, der vor allem dafür sorgen kann, dass du mehrere Kanäle miteinander verdrahten kannst, quasi in einer Gruppe, und dann rechnet der auf magische Weise Maskierungen aus. Also, dass du das gar nicht mehr händisch machen musst. Okay. Also, er schlägt dir eine EQ-Kurve vor, so wie die Plugins von Sonnable das ja alle machen irgendwie. Beim Kompressor gibt es ja auch Vorschläge und beim Limiter auch. Du hast ja, glaube ich, den Limiter im Einsatz. Ich bin total Fan vom Limiter. Siehste? Und der Smart EQ soll eben diese Maskierung von selber rausrechnen, sodass man eben auch nicht mehr Audiotechnik jahrelang studiert haben muss, trainiertes Ohr haben muss, um einfach mal so ein paar Maskierungen rauszumachen. Ja, wenn das nicht jeden Tag machst, dann ist es ja auch, ne, so. Deswegen. Ich bin ja immer eher skeptisch, muss ich ja ehrlich sagen. Ich bin bei solchen Sachen immer eher skeptisch, ja, aber bis sie dann zeigen, dass sie wirklich das versprechen, das halten, was sie versprechen. Ja, und der Vorteil ist ja, man muss es ja nicht nutzen. Im Zweifel ist es auch einfach nur ein guter Equalizer. Ne? Ja. Deswegen, also ich bin sehr gespannt. Es wird ein Video da auf jeden Fall dazu geben. Und wie gesagt, diese Folge wurde dir präsentiert von Sonnable und dem Smart EQ 4. Und das Tolle an dieser Folge ist nicht nur, dass wir einen Präsentator haben. Wir haben ja quasi heute auch Heiligabend. Ja! Mit anderen Worten, es ist Bescherung. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Wahnsinn. Also, morgen ist ja erst der erste Feiertag, aber heute ist Heiligabend. Das heißt, wir haben heute 4. Advent und Heiligabend in einem Podcast. Quasi in Personalunion, noch dazu den Podcast. Und also mehr geht ja total. Und das letzte Video im Adventskalender. Tatsächlich, der Adventskalender geht auch zu Ende mit 24 wirklich, wie ich finde, großartigen Videos. Also ich klopfe mir selten auf die Schulter, aber dieses Jahr habe ich es wirklich gut hingekriegt. Ja. Und es ist auch tatsächlich der erfolgreichste Adventskalender aller Zeiten gewesen. Das heißt, wir haben Was ist denn eigentlich das erfolgreichste Video im Adventskalender dieses Jahr? Muss ich mal überlegen. Bisher, ich weiß ja noch nicht, was jetzt noch passiert in den nächsten... Ja, das Highlight wird natürlich diese Folge sein. Ich hoffe. Direkt auf Platz 2 kommt, Mastering-Experte verrät dir sein Geheimnis für feine Höhen. Oh, ja. Das klingt interessant. Ja, ja. Ich habe mit Andreas Balaskas gesprochen. Und Liebe Grüße an Andreas übrigens. Nein, tatsächlich, das Video mit Björn, und ich hatte so ein bisschen Sorge, weil ich das für einen Samstag geplant habe. Samstag ist nicht immer der beste Tag für Videos, weil die Leute so mit Einkaufen beschäftigt sind, mit zu runterkommen, zur Ruhe und so weiter und so fort. Nee, es ist das bestlaufende Video, was natürlich unter anderem am Thema, aber auch am Präsentator liegt. Und natürlich auch, was auch sehr spontan hier entstanden ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist ja auch mal vielleicht interessant zu wissen. Ja. Ich meine, wenn man deine Videos sieht, ich habe gestern Abend noch war ich noch bei YouTube unterwegs und hab so, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir für Videos gestern angeschaut habe. Nur die besten. Es ging, also jetzt nicht nur von dir, sondern ich habe irgendwie Videos, ach genau, für Silvester, da kriegen wir Besuch bei uns und da gibt's was ganz Besonderes zu essen natürlich. Und da habe ich mir noch so ein paar Sachen angeschaut.
bin ja so ein Grill- und Koch-Video-Fanatiker. Hast du ja was von weg, ne? Da habe ich was von weg gekriegt. Und plötzlich guckte mich aber so ein charmanter Herr mit Glatze und Brille dann in den YouTube-Vorschlägen an. Das ist übrigens keine Glatze, das ist eine Klatschhilfe für Einarmige, ne? Eieiei, wenn nicht Weihnachten wäre, würde ich jetzt was sagen, liebe Freunde. Aber nee, auf jeden Fall habe ich ein Video von dir gesehen, nämlich das über den OTT. Mhm. Und da habe ich mal wieder festgestellt, was für eine irre Videoqualität du mittlerweile am Start hast bei deinen, also jetzt bei den Videos, die du halt bei dem Studio produzierst. Ja, es ist besser geworden. Hier ist es ja im Rahmen der Möglichkeiten, weil das Studio bei mir ja nun mal jetzt nicht so für Video ausgelegt ist, sondern hier wird die Kamera hingestellt und eine Lampe aufgebaut. Ja, das ist ja die Idee von Podcast, ne? Ist ja auch total cool, aber so ist das Video hier ja auch entstanden. Das war ja letzten Endes auch nur die Kamera, sagen wir mal, vom Podcast einen halben Meter nach hinten gestellt oder zur Seite gedreht und komm, wir machen das mal. Und dafür freut es mich natürlich ungemein, dass das so gut klappt. Auch wenn ich da schon die eine oder andere Diskussion ausfechten musste. Natürlich, muss immer die eine oder andere Diskussion ausfechten. Das kennen wir ja schon. Ne? Ja, deswegen habe ich auch mich tatsächlich dieses Jahr habe ich zwei Videos gemacht, die mir wirklich am Herzen gelegen haben, weil es gibt diese Leute, die das Gras wachsen hören und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Irgendwie. Und dann gibt es so Leute, die wie ich einfach die Ärmel nach oben krempeln und sagen, was ist das Schlimmste, was passiert? Ja. Dass ich es wieder rückgängig mache, mal gucken, was passiert, ist mir doch Wumpe, solange es gut klingt. Irgendwie, ne? Deswegen war es mir ganz wichtig, einfach zwei Videos zu machen. Erstens, die wichtigste Regel beim Mischen, die ist, wenn es gut klingt, ist es auch richtig. So. Und die zweite... Sprich niemals über den Fight Club. Achso. Genau, sprich niemals über den Fight Club. Genau. Und die zweite war einfach mal Dinge aufzuzählen, die man angeblich nicht macht. Mhm. Wo ich gedacht habe, ja, warum denn eigentlich nicht irgendwie? Wenn Ringo damals das Mikrofon nicht vor die Bassdrum gestellt hätte, wo der Ingenieur vom Abbey Road gesagt hat, das macht man so nicht, das ist verboten hier im Abbey Road. Und Ringo hat gesagt, was willst du machen? Willst du mich rausschmeißen? Wir stellen das da jetzt hin. Ach ja. Ne, also, macht was euch gefällt. Wenn es euch gefällt und wenn es gut klingt, ist alles gut. Und wenn es gut klingt, auch da seid ihr die Instanz. Wenn es euch gefällt, klingt es gut und dann ist es auch okay. Lasst euch nichts erzählen. Das war mir auf jeden Fall ganz wichtig. Ich wollte da auch gar nicht so einen großen Appell jetzt gerade. Aber vielen Dank, dass dir die Videoqualität aufgefallen ist. Ja, weil mega. Tatsächlich sehr cool. Liegt mir das sehr am Herzen, vernünftige Qualität auch da abzuliefern. Mhm. Und das ist natürlich über die Jahre immer besser geworden. Und meine Schnitttechnik und die Kameraeinstellungen und so weiter. Und dann habe ich mir diesen Dezember noch ein neues Objektiv gegönnt, noch ein weiteres, was noch mehr so diese Tiefen, Schärfentiefe, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen den beiden ist, aber vielleicht weiß ja einer von euch. Schreibt gerne unten in die Kommentare, weil auch die Kommentare unter diesem Video nehmen übrigens am Gewinnspiel teil, nur dass ich es mal gesagt habe. Gestern kam nämlich die Frage in einem Kommentar, wie kann ich eigentlich am Gewinnspiel teilnehmen? Habe ich geantwortet, du hast gerade teilgenommen. Unwissentlich. Ja, es gibt ja jede Menge zu gewinnen. Und da habe ich dir halt dieses neue Objektiv aufgestellt, was einfach nochmal dafür sorgt, dass du diese Trennung zwischen dem, der quatscht und dem, der im Hintergrund, was im Hintergrund ist, einfach um Längen. Ja, also Glas ist wirklich schon eine tolle Geschichte. Da kann man wirklich tolle Sachen mit machen. Das ist tatsächlich für alle, die es noch nicht wissen, wichtiger als die Kamera tatsächlich. Also du kannst besser. Objektiv jetzt. Ja, genau. Entschuldigung, ja, Glas, das Objektiv meine ich tatsächlich. Ja, genau. Also ein gutes Objektiv kann gerne mal das Dreifache kosten von einer Kamera. Hm. Und das interessanterweise ja auch so ein bisschen wie beim Verhältnis zwischen gute Monitorboxen und Raumakustik. Ne? Zum Beispiel. Ja. Raumakustikmaßnahmen können ja durchaus das Dreifache von einem guten Monitor kosten, sind aber genauso gut angelegt wie Glas eben bei der Kamera oder auch gutes Licht. Licht ist auch wichtig. Das stimmt schon. Und ich struggle jedes Mal noch, vor allem Weißabgleich. Weißabgleich und ich stehen auf Kriegsfuß, wenn du so drei Kameras synchronisieren willst, das ist nicht schwierig. Ich arbeite noch dran. So. Und was ich jetzt auch gesehen habe, in dem Zuge, du steigst jetzt auf Cubase um, habe ich gesehen. Ganz genau. Endlich. Dann klingen deine Mixes ja auch endlich mal besser. Endlich klingen meine Mixe besser als vorher. Also dann bist du jetzt endlich in der professionellen Liga angekommen. Ja, nee, wenn ich Profi wäre, dann würde ich Nuendo nutzen. Nein, tatsächlich habe ich einen Livestream gemacht und habe meinen allerersten Mix in Cubase gemacht. Es war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Es war wild, würde man heute total sagen. Auf der Rasierklinge. Und ich bin froh, dass ich ein Einsteigerprojekt gewählt habe, um das zu machen. Mhm. Also ich hätte ja, wir haben ja in den Spuren des Monats, habe ich ja alles von irgendwie vier Spuren Liveaufnahme aus dem Punkclub bis hoch professionelle Pop-Produktion aus Amerika mit über 100 Spuren. Findest du alles in den Spuren des Monats und ich gehe so durch die Spuren des Monats durch und dann, welchen Song mische ich denn? Worauf habe ich Bock irgendwie? Was mache ich jetzt hier in Cubase? Und dann habe ich irgendwann gedacht, Alter, das ist alles viel zu aufwendig. Ich brauche was Einfaches.
ist mir eingefallen, dass ich letztes Jahr ein Freebie aufgesetzt habe, also ein Workshop, der quasi über 5 Tage so den Einsteiger mit an die Hand nimmt. Hey, wir haben hier ein einfaches Projekt. Ich führe dich mal ein bisschen in die DAW ein. Ich zeige dir mal, wie du einen Song von vorne bis hinten mischen kannst mit simpelsten Methoden. Weil die Spuren sind erstens gut aufgenommen, zweitens kein echtes Drum, sondern Loop und mit 24 Spuren überschaubar. Ich war also froh, dass ich genau das nochmal, dass ich mich daran erinnert habe. Und der Song ist nur 1 Minute 16, also jetzt nicht ein 4-Minuten-Werk, ne? So, dass man einfach mal üben kann. Habe ich übrigens noch nicht veröffentlicht, kommt nächstes Jahr der Workshop dann zu diesem Freebie. Aber dann habe ich die Spuren reingezogen und war dann doch sehr froh, dass ich die genommen habe, weil damit war das Projekt zumindest innerhalb von 2 Stunden übersichtlicher. Machbar auf jeden Fall. Und nachdem ich dann ja doch gekämpft habe mit der GUI, mit dem Graphical User Interface oder Graphic User Interface, mit der GUI und mir die Zuschauer auch fleißig geholfen haben, vielen Dank übrigens an dieser Stelle schon mal für die Unterstützung, ging es dann tatsächlich, weil letztendlich ja die Prinzipien vom Musikmischen sind ja dann doch überall dieselben, ne? Fader, Panorama und der Rest passiert von selbst, ne? Und ja, als ich dann gefunden hatte, was ich alles haben wollte und so weiter, bin ich dann mit der einen oder anderen Unzulänglichkeit, die eher am Typen vor dem Rechner lag als am Programm, dann klargekommen. Und dann haben wir am Schluss, haben wir nochmal richtig schön laut gemacht. So, mit der Vincent-Sorg-Methode. Inflator. Inflator und Limit da drauf. Dann knallt es schon ordentlich. Und da versendet sich auch das meiste. Tatsächlich. Ab einer gewissen LOFS-Zahl. Ich bin ein riesen Fan davon geworden. Das ist so geil. Wenn du nicht ins Mastering gibst, einfach voll reindrehen und mal gucken, was passiert. Mhm. Ey, super. Der hat einen riesen Spaß gemacht. Umsteigen werde ich wohl nicht, aber ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr einen Mix darin zu machen, tatsächlich. Okay. Also mal zu gucken, vielleicht kriege ich ja von Vincent meinen Mix von Sommersonnenfänger, von dem Song, den du auch getrommelt hast, den wir im Sommer aufgenommen haben, hat er in Nuendo gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man Nuendo-Projekte auch in Cubase öffnen kann, aber wenn das so wäre, dann würde ich das auf jeden Fall mal machen und dann mache ich da mal einen Mix-Breakdown für den Premium-Bereich raus. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Ja, aber Cubase, spannende Reise, außer Frage. Und nein, ich bin nicht konvertiert, aber ich habe eine weitere Möglichkeit, nennen wir es mal so. Du hast deinen Werkzeugkoffer erweitert sozusagen. Ja, ich kann auf jeden Fall, wenn mir jetzt, ich habe direkt einen Tag später, habe ich eine Mail bekommen, wo drin stand, hey, du hast mir damals gesagt, du kannst meine Projekte nicht öffnen, weil die sind in Cubase, wollen wir nochmal einen zweiten Anlauf machen? Und ich gesagt, ja klar, können wir auf jeden Fall machen, schick's mir rüber. Ich habe gedacht, jetzt Warner Music hätte jetzt geschrieben, Herr Wartner, wir haben gesehen, dass sie jetzt endlich in einer Profi-DAW arbeiten. Könnten Sie bitte den gesamten Beck-Katalog der letzten 20 Jahre nochmal mischen für uns? Mischen und dann an Ihren Kollegen Björn Schlüter geben fürs Mastering natürlich. Ich bin gerade in dem Zusammenhang, da manchmal gehen ja so Türen tatsächlich auf. Ne? Und ich hatte, während ich gestern also wir sitzen ja am Freitag hier, nicht, dass ihr uns verstehen. Ne? Ihr hört uns am Heiligen Abend, ja genau. Aber ich habe gestern den ganzen Tag den Livestream über eingerichtet. Das heißt, für mich ist das immer, weil ich den Rechner dann, den Streaming-Rechner nur alle paar Monate anmache, weil ich nicht so oft live streame, ne, ist das für mich immer so eine Herausforderung. Deswegen fange ich meistens morgens schon an, weil der Windows-Rechner kann ein Biest sein, sagen wir mal so. Ne? Ich will jetzt hier gar nicht haten oder sonst was irgendwie, aber es ist tatsächlich so, dass ich gestern den halben Tag mit meinem Rechner gekämpft habe, damit er das macht, was er machen soll. Unter anderem, weil mein Streaming-Programm mir, als ich am Kopfhörerknopf gedreht habe, du kannst dir einzelne Spuren, Audio auch solo auf den Kopfhörer geben, nichts ausgegeben hat. Nix. Ich habe schon mein Focusrite-Interface im Verdacht gehabt, weil da die Matrix von dem Programm ist auch katastrophal von dem Focusrite-Interface, aber das Interface ist gut. Und dann alles ausprobiert, ich war schon so frustriert, erstmal einen Kaffee trinken, erstmal mit dem Hund rausgehen, erstmal frische Luft holen, irgendwie wieder zurück. Was mache ich? Ah, komm, mach nochmal einen Neustart. Ja, Neustart gemacht, lief. Und ich dann denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt hier über eine Stunde gefummelt an einem Problem, was ich mit einem Neustart hätte beheben können. Ihr tickt doch wohl nicht mehr ganz sauber. So viel Zeit habe ich sonst nicht. Ne? Der technische Kundensupport. Haben Sie schon mal den Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt? Ja, oder wie eine Kollegin von mir mal bei einem Support angerufen hat und hatte einen Sachsen auf der anderen Seite, nichts gegen Sachsen, aber der hat ihr dann gesagt, haben Sie mal mit dem Föhn in die Ritzen gebüstet? Sachsen können ja nicht für den Akzent, ist ja alles gut, jeder hat ja seinen Akzent, aber sie sagte, sie ist halt Rheinländerin und sie ist halt vor Lachen fast vom Stuhl gefallen irgendwie. Und dann hatte ihr noch den Tipp gegeben, ob sie denn, weil es nicht anging, das Gerät, ob sie denn überhaupt den Stecker reingesteckt hätte. Daraufhin hat sie den dann quasi durch den Hörer gezogen. Pass mal auf, du Lutscher! Mal geschenkt. Auf jeden Fall, an- und ausmachen war dann der Trick tatsächlich, der dafür gesorgt hat, dass dann alles lief. Und dann war ja auch schon eine Stunde später rum. Und ja, Windows-Rechner. Geschenkt hat aber wunderbar funktioniert, von daher war ich bestens zufrieden und Cubase und so weiter. Das hat alles gut gemacht. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ist auch völlig wurscht.
Weil du ja jetzt mit Cubase die Weltherrschaft an dich reißen wolltest. Genau, aber wie bin ich jetzt zum Windows-Richter gekommen? Ich einfach von Höchstgen auf Stöcksten. Nee, es ging um Streaming. Genau. Und da, deswegen kamst du auf deinen Windows-Rechner. Genau, ich habe also den ganzen Tag auf jeden Fall damit verbracht, irgendwie den Stream einzurichten und auch Kameras einzurichten, Weißabgleich und alles nur den Ton vor allem abzugleichen, weil der ist witzigerweise nie so, also der kommt bei YouTube nie so an, wie ich den live aus dem Stream herausschicke. Weil es immer irgendwie zu leise, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob ich zu laut rausgehe und YouTube dann runterregelt oder so, das kann ja sein. Ich weiß gar nicht, wie das bei YouTube live tatsächlich ist mit Lautstärke. Normalisierung, es geht ja eigentlich, wobei doch, das ist ja ein Zeitversatz da. Ja, 13 Sekunden liegen dazwischen, ne? Zwischen ja, Puffer und Ausspielen. Da ungefähr. Kann man ja schon irgendwas in der Richtung laufen lassen. Aber tatsächlich, wenn das jemand weiß, auch gerne mal schreiben, das würde mich interessieren, aber da habe ich jetzt auch noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ja, ja, und da muss halt auch so alles so abgestimmt sein, dass ich das händisch so in der Nähe habe, weil ich mache das ja alles alleine, ne? Und dann ging es auch noch darum, da musste ich mein iPad überreden, dass es mir auch die Kommentare anzeigt, weil das hat bei den letzten Livestreams habe ich noch eben so mein iPad raus und es wollte mir partout die Kommentare nicht anzeigen. Was denn damit? Ich kann es dir sagen, ganz einfach, immer wenn ich auf die Kommentare draufgedrückt habe, dann ist die YouTube-App aufgegangen. Mit anderen Worten, ich habe gestern erstmal meine beiden YouTube-Apps gelöscht und dann konnte ich im Browser mir die Kommentare anzeigen lassen, also da, ich bin ja so ein Problem. Sucher, Finder, Haber. Haber, Finder, Löser. So in der Reihenfolge irgendwie. Aber das gestern den ganzen Tag dann damit verbracht, diesen Stream aufzusetzen. Und dann ist es aber cool, wenn es läuft. Ne? Also dann habe ich zweimal nur vergessen, ihn umzuschalten, aber das passiert halt, wenn man es alleine macht. Aber dann gibt es immer freundliche Kommentare. Und das war halt das Großartige, dass ich mit Hilfe der Leute da quasi die Funktionen gefunden habe. Mhm. Aber auch da wieder witzig, ne? Ich wollte einen Kanalzug solo stellen. Schreiben die Leute, drück S. Alles klar, ich drück S, nichts passiert. Nochmal S gedrückt, nichts passiert. Leute, das geht nicht. Irgendwie, guck doch nochmal nach. Also bei uns war das immer S irgendwie. Dann lag es aber anscheinend daran, dass ich in der Mixer-Ansicht war und nicht im Arrangement oder sonst was irgendwie. Oder ich hatte ein falsches Fenster aktiviert. Auf jeden Fall, danach habe ich es nochmal ausprobiert, dann funktionierte es. Dann stehst du ja auch wieder fasziniert davor und denkst, gerade hat es nicht funktioniert, jetzt funktioniert es. Wo ist das Problem? Weißt du? Oder du klickst in die Beats per Minute-Anzeige rein, weil du das Tempo einstellen wirst, passiert nichts. Doppelklick nochmal rein, Doppelklick, dann geht's an, direkt wieder aus. Nochmal an und vielleicht bin ich einfach zu schnell für diesen Rechner, kann ja auch sein. Ich hatte auch vor ein paar Tagen, rief mich jemand an, oder nee, schrieb mir, genau, also zwei Leute. Zum einen ein Mixer-Kollege, der liebe René, der ist jetzt tatsächlich auf Studio One umgestiegen, von, lass mich lügen, ich glaube von Pro Tools sogar. Der rief mich an und sagte, du, ich bin jetzt auf Studio One umgestiegen und bin total zufrieden damit, aber bei mir dauert ein Export irgendwie zweimal so lang irgendwie, ne, als sollte und so. Und da habe ich so überlegt, wie zweimal so lang, so gedacht, okay, ja, 2,3 mal schneller als Echtzeit. Mhm. Ne? Also wer Studio One nicht kennt, wenn du dann auf Exportieren klickst und du jetzt natürlich nicht mit analogen Geräten arbeitest, also nicht in Echtzeit ausspielst, da steht da immer, wie viel schneller als in Echtzeit das geht. Ja. Bei mir ist es ganz oft, wenn ich so Projekte habe, die rein digital sind, je nach Plugins mit Oversampling und was weiß ich was, bist du meistens so irgendwie bei doppelte, also zweimal so schnell oder 2,3. Ja, zwischen 2 und 3. Irgendwie so. Ja. Und ich habe gesagt, ja du, das ist ja ganz normal, ne, aber weil der Pro Tools jetzt so viel schneller und so, bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass es nicht 2,3 mal schneller als Echtzeit war, sondern langsamer als Echtzeit. Also, das heißt, für einen 3-Minuten-Mix hat das Ding 7 Minuten gebraucht oder 6 Minuten gebraucht. Und gesagt habe, nee, da kann ehrlich gesagt kann irgendwas nicht stimmen. Aber ich konnte jetzt auch leider nicht helfen, habe dann verwiesen an den sehr, sehr guten Support von Presonus, wo man ja immer mal gut Fragen und vor allem auch Wünsche und Anregungen auch gut äußern kann. Ja. Und dann kriegte ich noch eine Nachricht, ich habe irgendwie ein Bild gepostet bei Instagram hier aus dem Studio. Wie kriege ich denn das hin, dass die in den Kanalzügen die Plugins nicht da drüber, sondern daneben angezeigt werden? Und dann habe ich jetzt tatsächlich kurz gesetzt, habe so gedacht, wie waren das nochmal? Ja, sind die beiden Pfeile. Ja, genau. Symbole. Aber das ist halt, ich habe seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren das Template oder meine Templates halt, ich habe seitdem ich Studio One nutze, noch nie wieder mit einem leeren Fenster angefangen, sondern ich habe immer zumindest mein Start-Template oder ne, für Stem-Mastering oder für Podcast oder für wenn wir Mixkritik aufnehmen oder was auch immer. Ja. Ich habe halt immer ein Template und habe das da so eingestellt und ich dachte wirklich,
ja, wie war das denn nochmal, ne? Und musste dann kurz selber mich durchklicken, bis ich es dann wiedergefunden habe. Aber manchmal, ja, wenn man das schon seit, keine Ahnung, wie lange benutze ich das jetzt? 7 Jahre, 8 Jahre? Dann denkst du auch nicht mehr drüber nach. Irgendwann, nee, ne? Das ist tatsächlich so. Ich benutze sie auch immer daneben und nicht darüber. Genau. Aber je nachdem, welchen Bildschirm ich benutze. Genau, ich hatte vorher, habe ich auch den Mixer immer auf dem zweiten Bildschirm gehabt. Ja, ja. Und da macht es natürlich mehr Sinn, dass die drüber sind. Ja. Aber seitdem ich das dann quasi auf einem Screen habe, macht es natürlich keinen Sinn mehr, weil dann hast du ja schon so viel Platz eingenommen. Apropos Mixkritik. Ja. Du hast was mitgebracht. Ja. Irgendwie. Der liebe Philipp von der Band Los Kundos Finitos. Wir haben eine Mixkritik im Premium-Bereich für einen seiner Songs gemacht oder einen der Songs von Los Kundos Finitos. Und der Philipp hat uns als Aufgabe gestellt, findet mal bitte heraus, welches Instrument ich gespielt habe. Also er hat uns nicht verraten, welches Instrument er gespielt hat. Genau, aber er sagte ja, es ist ja oft so, dass dieses Instrument dann besonders prominent gemischt ist, ja, oder laut gemischt ist. Aber der Mischende selbst nimmt das gar nicht so wahr, weil es eben sein Instrument ist. Und wir haben hier den Mix aufgemacht und ich habe sofort gesagt, der ist der Bassist, definitiv. Ja. Und tatsächlich war es so, Philipp ist der Bassist von Los Kundos Finitos und hat dann seine Wettschuld quasi eingehalten. Ja, und er hat geschrieben, wenn wir es rausfinden, dann schickt er uns eine Portion Quarkbällchen. Genau, hat er auch gemacht. Quarkbällchen waren übrigens sehr lecker, nur die musste ich schon mal verspeisen, weil so lange konnte ich nicht warten, bis ich hier bei Björn bin und dass sie ranzig werden, wollte ich nicht riskieren. Aber er hat uns als Ersatz, falls sie es nicht geschafft hätten, auch noch einen Dresdner Stuten, ein Dresdner Christstollen mitgeschickt, der hier drin ist. Ich wollte nur zeigen, lieber Philipp, vielen Dank, er ist angekommen. Wir können also heute noch gleich eine Verspeisung machen deines tollen Geschenkes. Und hier ist der Weihnachtsmann mit dem langen weißen Bart, sitzt ja auch oben drauf. Und apropos Geschenke, ich habe auch dir ein Geschenk mitgebracht, mein Lieber. Heute ist doch Heiligabend. Das ist ja ein Zufall, ich habe dir auch Geschenke mitgebracht. Das ist ja ein Ding, dann können wir ja heute Bescherung machen. Ja. Ja? Du zuerst oder ich zuerst? Also ich habe, bei mir ist es dreiteilig, aber es muss eigentlich zusammen stattfinden. Ja, dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, wer zuerst ist. Okay. Steinschere, Papier? Steinschere, Papier, kein, okay, kein Brunnen. Okay. Stein, nee. Verdammt. Okay, du fängst an. Ach so, ich krieg dann zuerst, ja, dachte ich. Nee, nee. Ach so, ja, dann kriegst du zuerst. Also, wenn man gewünscht, kriegt man noch Geschenke. Ich habe mir Riesenmühe gemacht, ich bin ja so ein Nachhaltigkeitstyp, also habe ich das Papier vom großen A direkt weiter benutzt hier und habe gedacht, komm hier, bitteschön, mein Lieber. Ich bin, oha, sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Das ist schwer. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Das ist auf jeden Fall schwer. Ja, und es ist kein Gin, so viel darf ich schon verraten. Zum ersten Mal, dass du mir keinen Schnaps schenkst. Wir haben schon lange keinen Gin mehr über Gin gesprochen. Reiß kaputt, es geht. Dieser Mann kann mit bloßen Händen nasse Telefonrechnungen zerreißen. Oha. Der, ich mach das hier mal ganz unkonventionell. Also für alle die zusehen, die sehen jetzt ein wunderschönes Buch. Und für alle die zuhören, Der große Lava, die Kunst der einfachen Küche. Goldmedaille der Gastronomischen Akademie Deutschland. Ja, habe ich tatsächlich nicht. Und es ist der Hammer. Ich habe, dazu gibt es eine Geschichte. Ich habe das Buch nämlich auch. Okay. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal für Johann Lafer einen Vertrag verhandelt. Und als Dankeschön hat er mir den großen Lafer geschickt mit einer Widmung drin. Der steht bei mir zu Hause. Das ist jetzt so eine richtige Kochbibel. Und oder ich habe gedacht, ja toll, da schickt er mir jetzt ein Kochbuch irgendwie. Und dann habe ich danach mal gekocht. Und es ist eine Sensation. Ich mache Wahnsinn. Ja, will keine Werbung dafür machen, aber dieses Buch ist wirklich die Ursuppe der Kochbücher, weil es ist irre gut illustriert. Es zeigt beste, also wirklich ganz fantastische Rezepte und es zeigt es wirklich auch idiotensicher für Leute wie mich, die das wirklich Stück für Stück umsetzen können. Das ist wirklich irre. Wirklich, mit Bilder, Schritt für Schritt Anleitung. Irre, irre. Zeig mal kurz rein ins Bild, vielleicht für die Leute, die uns zusehen. Bratkartoffeln. Es ist irre gut, ja, Bratkartoffeln, ne? Das kann so einfach sein. Also ich hoffe, cool, du hast viel Spaß dabei. Da sind auch tolle Sachen drin erklärt und da geht es auch mal um Rouladen, nicht nur um Bratkartoffeln. Ja. Und ich hoffe, dass du viel Spaß dabei hast. Mega. Vielen, vielen Dank. Ich bin ja, die eifrigen Hörer von unserem Podcast wissen das ja auch schon. Ich bin ja ein unheimlicher Kochfan irgendwie und koche gerne und grille gerne und so. Deswegen liebe ich Inspiration in dem Bereich auf wie jeden Fall. Wie wirst du diesem Buch finden? Immer. Und ich habe ja auch schon das ein oder andere Buch vom Steffen Hensler irgendwie. Und ja, das ist immer spannend, auch wenn man da ja, viele sagen auch immer, ja, braucht man ja in 2023 braucht man kein Kochbuch oder sowas nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ich merke das doch,
Auf jeden Fall, doch, auch wenn man genau. Milliarden Gerichte bei YouTube oder halt ja. bei Google oder irgendwo findet. Letzten Endes die Sachen, wo ich jetzt wirklich sage, dass ich die oft auch nachkoche oder wo ich mal einfach mich hinsetze, was kochen wir denn Samstag? Und dann nimmst du mal so ein Buch und setzt dich mal auf die Couch mit dem Kaffee, blätterst mal durch und gemütlich. Schreibst einen Einkaufszettel. Das hat dann doch irgendwie noch seinen Charme und mega geil. Vielen, vielen Dank. Ja. Du wirst berichten, was daraus das erste Rezept gewesen sein wird. Schick ein Foto. Ja. also ich bin noch nachhaltiger. Ich habe gar keine Verpackung. Gut. Weil ich da, ich habe es eben schon mal erzählt, ich bin unheimlich gut im Geschenke einpacken. Ja. Also bei mir ist es so, so ein kleines Stück Geschenkpapier plus eine halbe Rolle Tesa. Ich hab einen Tipp für die Zukunft für dich. Weil deine Freundin näht ja doch auch oder deine Schwiegermutter, eins von beiden. Ja, hier, das ist auch von meiner lieben Freundin gemacht. So, ja. Meine liebe Anna, die ja den Kanal einfach nähen betreibt und auch das Geschäft einfach nähen betreibt, hat mal irgendwann, weil sie auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken hat, hat uns Beutel genäht in verschiedenen Größen, die man zuziehen kann. Das heißt, es sind Stoffbeutel, da kommt was rein und danach packt man die in den Schrank und kann die fürs nächste Geschenk wieder benutzen. Großartige Geschichte. Mega für alle. Cool. Ja. Normalerweise bin ich immer, nehme ich Zeitungspapier. Ja, ist auch nachhaltig. Zum Einpacken von Geschenken. Also nachhaltiger. Das Problem ist, erstens mal, wir haben keine Zeitung abonniert, hatten wir auch noch nie. Mit dem iPad kann man leider nichts einpacken. Genau, und es gab aber, zumindest letztes Jahr noch, diese, das werden viele von euch kennen, so eine Wochenzeitung, die zum Wochenende kommt. Prisma. Prisma ist ja so eine Fernsehzeitung, ne? Sondern so, wie hieß das denn hier immer? Also früher hieß das... zum Beispiel, ich komme ja aus dem Kreis Soestgebürtig, hieß das dann Lippstadt am Sonntag oder hier, wie hieß das nochmal? Stadtanzeiger heißt das hier. Coesfeld? In Coesfeld hieß das, also das war jetzt nicht der Sonntag, aber der Stadtanzeiger war so ein... Stadtanzeiger und so danach, es gab aber nachher nochmal ein anderes, ist ja egal, so ein Käsewärtchen, da sind auch dann diese Werbeprospekte von den Supermärkten drin gewesen und so, aber die gibt's nicht mehr, zumindest hier nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie das in anderen Regionen... Also bei uns gibt es noch so einen Stapel an Prospekten, wo ich mich jahrelang darüber aufgeregt habe, warum die in Plastik eingeschweißt werden müssen und warum die vor allem bei uns im Haus immer zwei reinwerfen. Mittlerweile werden die nicht mehr in Plastik eingeschweißt und die haben so ein Papierband drumherum. Ist aber trotzdem unaufgefordert. Die Werbung habe ich nämlich vorher schon in der Zeitung x-fach gekriegt, irgendwie aber geschenkt. Irgendwie. Das finde ich nicht sehr nachhaltig. Aber nee, auf keinen Fall. Fall. Aber zumindest diese Zeitung, also die Prospekte kriegen wir auch mit dieser Papierbanderole. Aber diese Zeitung gibt es nicht mehr. Mhm. Und das bei heißt hast du also, kein Geschenkpapier ich habe kein Geschenkpapier mehr. Und musste dann, weil ich so verzweifelt war, habe ich dann am Montag tatsächlich Geschenkpapier gekauft. Und wäre dann fast mit einer Rolle Geschenkpapier in eine Bastian Bielendorfer Show gegangen. Schön unterm Arm, so wie so ein Baguettebrot. So. Aber habe mich dann doch dazu entschlossen, kurzzeitig noch mal in die Tiefgarage zu gehen und das ins Auto zu legen. Sehr gut. Es dann zu vergessen und mein Geschenk nicht einzupacken. Nee, das Geschenk ist schwierig einzupacken. Ja? Es ist dreiteilig und wie du mich kennst, es ist natürlich was zu trinken. Ja? Und ich dachte mir... ich könnte natürlich das Hauptbestandteil des Geschenkes einfach schenken. Das heißt, es geht in dem Fall um ein alkoholisches Getränk. Ja? Aha. Aber ich habe gedacht, wenn ich dir das jetzt schenke, dann schenke ich dir das direkt mit Dingen dazu, damit du das direkt verzehrfertig für heute Abend beispielsweise oder dann für Heiligabend hast. Ja. Und weil ich ja weiß, dass du nicht so ganz auf sowas Süßes stehst, aber deine Frau durchaus ein bisschen süßer zumindest bei Getränken unterwegs ist, ne? Habe ich das so zweiteilig gemacht. Das heißt, wir fangen mal... Gut, die Rampe ist auf jeden Fall schon mal hoch. Wir fangen mal mit den Mischungsgetränken an. Ja. Also zum einen Schweppes White Peach, weil die das nicht kennen, das ist halt so... auch ein Bittergetränk, aber ein relativ süßes Bittergetränk. Ist das komisch, wenn man das sagt? Ein süßes Bittergetränk? Nö, aber süß und bitter schließt sich ja nicht aus. Und halt ganz klassischen Tonic Water. White Peach, okay. Das ist lecker, das kenne ich ganz schon. Normales ja, das Thomas Henry, genau. So, das also das ist erstmal unspektakulär, aber brauchst du halt. Und jetzt kommt das Spektakuläre, ich weiß gar nicht. Die Basis. Ich fühl mich auf jeden Fall total hip, dass ich das jetzt weiß. Ja. Und dieses Getränk kenne. Einige anderen werden jetzt vielleicht sagen, gibt es ja schon seit 100 Jahren. Weiß doch jeder, genau. Oder so. Ich kenne das erst seit 2-3 Wochen. Jägermeister. Und zwar geht es um Déjà-vu. Oh Gott, ist das gut?
Ist das gut? Ich gebe dir das mal rüber. Das ist ein, was ja momentan total hip ist, ist ein Aperitif. Das heißt, momentan ist ja so Aperol und wie heißt das Zeug da noch? Alle Lillet genau, und so. Das ist ja total angesagt. Ja. Und wir waren bei Freunden vor ein paar Wochen, liebe Grüße an Joko und Ansgar, zu Besuch und die hatten eine Flasche Déjà-vu. Und ich bin da gar kein Fan von, eigentlich von solchen Getränken. Ja. Aber das schmeckt fantastisch. Vor allem, wenn man es ein kleines bisschen süßer mag, eben mit dem Wild Peach. Und wenn man es halt eher ein bisschen weniger süß halt mag. Achso, man macht also nicht beide rein, sondern nee. Je nachdem. Je nachdem, okay, wenn du es ein bisschen süßer magst, mhm. sag ich jetzt mal ein bisschen fruchtiger, nimmst du das. Und wenn du es eher ein bisschen trockener haben willst, nimmst du das. Kannst auch noch könntest auch einen Dry Tonic nehmen, wenn du es noch trockener willst. Ja. Ne? Also ich meine, mein Humorzentrum trifft das ja. Ein Schnaps oder mit dem Namen Déjà-vu, das ist ja quasi... Genau. Die sagen ja auch, man könnte hier auch Wild Berry, ist ja auch so ein... gibt es auch von Schweppes und so, ne? Wild Berry. Ja. Ist mit Tonic als Rezept aufgeführt. Okay. Es ist auf jeden Fall mal ein anderes. Es ist, steht auch hier drauf Oriental. Also es ist so ein bisschen würzig, so ein bisschen pfeffrig ist da. Pfeffer ist mit drin. Es ist ein sehr komplexes Getränk, finde ich. Okay, verrat nicht mehr, weil ich möchte mich überraschen lassen tatsächlich. Und ich hoffe, dass ihr euch damit vielleicht Weihnachten oder heute richtig Abend oder schön wegschießen könnt. Nee, einfach so ganz gemütlich. Wegschießen könnt. 11, 12... weißt du, schön, schön den Helm lackiert damit. Genau, richtig mal einen hinter die Glüte bieten. Damit er richtig schön besinnlich wird. Ja, danach bin ich auf jeden Fall besinnlich. Besinnlich, beseelt. Nee, probier das mal aus und ich bin auf deine Also wir werden gegenseitig im nächsten Podcast berichten. In 2 Wochen gibt es ja schon die nächste Folge. Wir haben beschlossen, es gibt keine Weihnachtspause. Wir machen direkt in 2 Wochen die nächste Folge. Wer braucht schon eine Weihnachtspause? Ja, wir brettern durch. Ja, dann. Es ist, Weihnachtspause ist was für wir sind gerade so im Flow. Amateure, ganz genau. Ja. Deswegen wirst du vom Buch berichten. Ja. Ich bin mal gespannt, welches das erste Rezept sein wird, was du dir aussuchst. Du musst es ja bis dahin noch nicht gekocht haben, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du auf dem Sofa sitzt und es einfach mal durchblätterst, dass du schon richtig Spaß daran hast. Vor allem, weil er wirklich super in dem Buch erklärt, auch mal so Soße abbinden zum Beispiel. Basics ne? halt. So. Ja, so also Basics einfach. Ne? Und solche Sachen irgendwie. Mega. Finde ich großartig auf jeden Fall. Ja, macht einen Riesenspaß. Der große Lafer. Der große Lafer, tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ja. Aber es spricht mal wieder vieles anhand auch unserer Geschenke dafür. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Zweit-Podcast aufmachen. Die Feinschmecker irgendwas. Genießer. Genau. Die Genussversteher. Die Genussversteher. So, haben wir es doch. So viel auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Freut mich sehr. Dann kann ich mir ordentlich mal richtig wieder einen hinter die Binde gießen. Das ist das Passende zu Weihnachten. Mal ich schenke dir irgendwie immer Alkohol. Das ist, weiß auch nicht, wie das kommt. Ja, immerhin trinke ich ja welchen, ist doch schon mal gut. Also, ja. Wäre besser, als wenn du mir was zum Rauchen schenken würdest. Irgendwie, dann hätte ich nämlich Rauchen ist ja generell scheiße. Ja, Rauchen, Dampfen, sonst was. Alles. Dazu gibt es eine lustige Geschichte. Es gibt jemanden, der mag mich zu Hause anscheinend nicht, also da, wo ich wohne. Aha. Und ich rätsle, wer das ist. Der wirft uns seit geraumer Zeit, also nicht morgens, irgendwann am Tag, wirft er uns seine leere Packung schwarzer Krauser. Ja. Tabak. Ja. Die leere immer bei uns vors Haus. Dann liegt da eine, dann liegen da zwei, dann liegen da drei, dann räume ich sie weg. Und ich bin mal gespannt, ob ich den oder die mal irgendwann erwische und mal, also rein Interesse halber, geht mir gar nicht darum, den oder die zur Rechenschaft zu ziehen, sondern einfach mal zu fragen. Jeden Tag? Eine Zeit lang sogar jeden Tag, ja. Wo wirklich jeden Tag eine Packung, also erstmal musst du die ja rauchen. Ey, 40 Gramm schwarzer Krauser musst du erstmal wegzucken. Ne? Aber wirklich, oder vielleicht sammelt der diejenige das ja auch und denkt so, oh, heute gehe ich wieder mal bei Jonas vorbei oder werfe ich ihm mal wieder eins in den Vorgarten. Denkt so. Derjenige, die werden irgendwo weggeworfen und weil du da vielleicht immer mit dem Hund lernen gehst oder so, haben die dich im Verdacht. Und das ist quasi ein Rächer der Gerechtigkeit. Der Rächer der Gerechten. Keine Ahnung. Aber ich find die Geste so abgefahren, irgendwie so, dem werde ich aber mal zeigen. Dem schmeiße ich jetzt aber mal meinen Tabakbeutel vor seine Mauer. Also noch nicht mal in den Vorgarten, sondern auf das Grünstück davor. Also vielleicht ganz ist vorne, es ja, vielleicht geht's auch gar nicht gegen mich, vielleicht geht's gegen die Stadt, weil man da nicht mehr parken darf, weil da ist Grünfläche und da ist ein Baum, da darf man nicht parken, wenn du da parkst. Aber egal. Wir werden es herausfinden. Ich werde berichten, sobald ich den oder diejenige mal dazu befragen konnte. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und das zum Thema schwarzer Krauser. Aber mein Lieber, wie wirst du denn die Weihnachtszeit jetzt noch verbringen? Irgendwie? Du hast hoffentlich ein bisschen
weniger zu tun als bisher. Na klar. Ich werde auf jeden Fall erstmal eine große Deutschland-Tour machen, weil leider... Ins Sauerland, meinst du? Leider, Schrägstrich, zum Glück. Ist ja schön, wenn man noch viel Familie auch hat. Und ja. Die sind halt verteilt in Deutschland, ne? Nordrhein-Westfalen bis Bayern runter. Also ich bin der nördlichste mit Abstand. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall in den nächsten Tagen, oder wenn ihr das jetzt hört, dann werde ich schon die erste Etappe quasi hinter mir haben und dann noch zwei weitere in Angriff nehmen. Ich bin aber dann auch irgendwie kurz vor Silvester, irgendwie am 28., 29. bin ich dann schon wieder im Lande. Sehr gut. Und werde dann auch schon wieder im Studio sein, so Sachen machen, die ich sowieso immer zum Jahresende mache, ne? Inventur, ob noch alle Höhen da sind und durchfegen. Am 28. dann im Livestream, im Recording-Blog einschalten, weil natürlich. Wir da ja das Adventskalender-Gewinnspiel auflösen. Also für alle, die es noch nicht wissen, am 28. Dezember wird das Gewinnspiel live aufgelöst, abends 20:30. Bin schon sehr gespannt, wer das Mastering gewinnt. Ja, es gibt unfassbar viel zu gewinnen. Dieses Jahr ist es wirklich unfassbar viel. Also ich erzähle es nochmal, nur dass ich es mal erzählt habe, aber die Steigerung, also das Finale ist natürlich das Mastering, aber ich starte mal. Also ich meine es tatsächlich ernst, ich weiß noch gar nicht, was alles zu gewinnen ist. Also es gibt eine Premium-Mitgliedschaft, also ein Jahr Premium-Familie gibt es zu gewinnen, wow. Dann eben das Mastering, Stem-Mastering übrigens. Stem-Mastering bei Björn, dann gibt es ein Mikrofon von Jay-Z Microphones, ein Großmembraner. Mit Black Hole heißt das, glaube ich, mit Halterung und Popfilter. Allein der Popfilter kostet über 120 Euro. Das ist so ein ganz geschwungener. Ich glaube, ich muss vorher noch ein Video zu dem Ding machen, irgendwie, weil der sieht total abgefahren aus. Okay. Dann gibt es The Human Beat Pack, 3 Lizenzen. Mhm. Gibt es zu gewinnen. Dann gibt es vom Sonnable Smart EQ 4, 3 Lizenzen zu gewinnen. Die sind nämlich gestern dazugekommen. Cool. Und es gibt von unseren Freunden von Noiseworks Gain Aim und Gain Aim Pro und die anderen, die haben noch so einen Clipper, so einen Transient Designer. Wir sind Envelope Shaper. Genau, den gibt es auch noch dazu. Mhm. Also liebe Grüße übrigens an Ilan und Moritz. Vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Und, ist der Gain Aim Pro schon raus? Nee, eben nicht. Ah. Das ist ja das Coole. Das heißt, man kriegt den Gain Aim und die Lizenz für den Pro obendrauf. Ach so. Und ich freue mich schon auf den Gain Aim Pro. Da bin ich schon total darauf gespannt. Wir sind zwar noch nicht in der Rubrik Plug-Influencer, aber der Gain Aim Pro ist auf jeden Fall ein Ding, der wird dann Hesser Kandidat, Teil auf jeden Fall des Ganzen werden. Das sind alles Gewinne, die... Also es lohnt sich total. Wie gesagt, am 28. Dezember 20.30 Uhr gibt es wieder einen Livestream. Gut, dass ich meinen Rechner schon mal hochgefahren habe und schon mal eingestellt habe und so weiter und so fort. Wenn ich dann schon wieder am Lande bin, dann gucke ich auf jeden Fall zu. Super Idee. Kannst du mal in den Kommentar reinschreiben. Wird auf jeden Fall spannend. Yes. Und dann machen wir uns nochmal einen schönen Jahresabschluss. Kegel nochmal ein bisschen zusammen und dann... Trinken Déjà-vu. Vielleicht trinke ich ein Déjà-vu. Wie ist bei euch Weihnachten? Ganz entspannt in Münster oder müsst ihr auch noch irgendwie Häuschen weiter oder so? Nee, tatsächlich dieses Jahr komplett entspannt. Das heißt, die ersten 2 Tage sind wir zu Hause und werden dann am 2. Feiertag traditionell zu meiner Oma fahren. Die wird dieses Jahr 94. Wow. Die ist von 29, genau. Und die hat am 2. Feiertag Geburtstag. Das heißt, da kommt traditionell die gesamte Familie nochmal zusammen. Der Stefan ist gesteinigt. Ja, so ungefähr. Das war früher dann der nächste Schritt. Ne? Das gibt im Münsterland, gibt es das Stephanussteinigen. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch kennt. Also irgendwie. Im Sauerland kennt man es schon nicht. Ich weiß nicht. Echt? Nee, also ich war ganz... Könnt ihr mal jetzt in die Kommentare schreiben oder auch gerne bei Spotify und Co. uns schreiben. Also zur Erklärung, am 2. Feiertag ist Namenstag Stephanus. Genau. Und bei uns im Münsterland oder im Coesfeld speziell wird dann Stephanussteinigen gefeiert. Das heißt, man geht in eine Kneipe und muss aber einen Stein in der Tasche haben. Hast du keinen Stein dabei, musst du eine Runde schmeißen. Wenn du angesprochen wirst, ey, zeig mir deinen Stein, musst du deinen Stein vorzeigen. Genau. Ja? Ich kannte das tatsächlich überhaupt nicht. Also im Sauerland gibt es das nicht. Oh, ist aber gefährlich, wenn du dann mal hier rausgegangen bist das erste Mal. Ja, bin ich ja gar nicht. Ne? Für mich war zweiten Weihnachtsfeiertag gehst du nicht in die Kneipe. Ja. Also das gibt es im Sauerland jetzt in dem Sinne so nicht, sondern da bist du halt irgendwo mit der Familie. Ja, willkommen auf der guten Seite der Macht. Was es wohl bei uns im Sauerland viel gab, waren so Weihnachtspartys. Ja. Das hieß früher mal Schneehasenparty, okay. Dann hieß das irgendwann Christmas Party. Ne? Ja klar, weil es keinen Schnee mehr gab. Genau, und da gab es auch eine geile Party mit Liveband, Maniac, cool. mit einer Liveband. Kenn ich.
Maniac? Ja, klar. Ja, ist ja auch so Rockcover. Jahrelang mitgespielt. Das Coole war, die fing nämlich immer dann mit Maniac an. Mhm, genau. Das heißt, wenn die Show anfing, meistens haben die dann, wenn wir so einen Dreierabend gehabt haben mit drei Coverbands und so weiter, Maniac haben dann angefangen, zum Beispiel in Osnabrück in der Stadthalle. Und dann fing die Dieden, 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 Dieden und so weiter. Fing die mit Maniac. Und ich habe gedacht, wie geil. Die fangen jeden Abend mit einem absoluten Brenner an. Ja. Super geil. Und passt halt auch noch thematisch. Also geile Band. Ja, ja. Genau, die haben am zweiten Feiertag da immer bei uns in der Nähe gespielt, da war immer mega Party. Ja, mega. Aber da so jetzt, dass du in die Kneipe gehst und dann so Stefan Steining und ich meine, die Tradition ist auch überall ein bisschen unterschiedlich, aber teilweise ist das ja dann wirklich so, dass die Leute da, wo es noch möglich ist, von Kneipe zu Kneipe gehen, ne? Und dass dann da ja so ein bisschen. Ja, auch draußen, dass da mal so noch so eine Glühweinbude irgendwo steht oder was weiß ich was. Genau. Ich kannte das tatsächlich nicht, habe es ein paar Mal mitgemacht jetzt schon und es ist echt spannend. Das ist irgendwie eine schöne Tradition. Also Stefan und Stein, super, ja. Ja, aber schreibt mal gerne, ich bin gespannt, wo es das noch gibt, weil ich weiß, es gibt es im Sauerland auf jeden Fall nicht und in Bayern gibt es auf jeden Fall auch nicht. So weit bin ich schon mal, aber vielleicht gibt es ja noch andere. Also wie gesagt, früher sind wir dann zum Stefan und Stein gegangen, aber mittlerweile fahren wir danach nach Hause und dann ist auch mal ein bisschen Ballflachhalten angesagt, weil es war tatsächlich, also man mag es nicht glauben, aber speziell die letzten 25 Tage waren dann doch anstrengend. Wirklich. Wie kommt das? Keine Ahnung. Also täglich ein Video, ich will gar nicht klagen, es war wirklich, ich habe jedes Jahr sage ich, nee, dieses Jahr mache ich es nicht, weil es wird mir zu anstrengend. Und dieses Jahr hat es aber trotzdem ist erstaunlich gut durchgelaufen, obwohl ich die Videoqualität steigern konnte und alles. Mhm. Also ich bin total stolz auf den Adventskalender. Also ich glaube, letzten Endes, wenn ich so überlege, alleine auf der Studioszene in Hamburg, wo wir rumgelaufen sind, und wie viele Leute gefragt haben, ey Jonas, machst du dieses Jahr den Adventskalender? Ich freue mich schon das ganze Jahr auf deinen Adventskalender. Ich glaube, das hat dir dann den letzten Todesstoß verabreicht, dass du gesagt hast, ja komm, ich muss es einfach wieder machen. Absolut. Und es hat sich auch richtig gelohnt, weil YouTube spielt ja dann auch zu dieser Zeit richtig viel Werbung aus. Okay. Also das ist für den Zuschauer nicht immer schön. Ich habe YouTube Premium, deswegen sehe ich gar keine Werbung mehr. Ich gönne mir einfach Premium, weil ich, also auch da Premium, weil ich einfach, das war mir zu viel Werbung. Außerdem ist das im Familienpaket dann für alle vier sofort bei uns im Haus werbefrei, was ich gut finde für die Kinder, werbefreies YouTube. Und aber YouTube spielt dann viel Werbung aus. Die Firmen haben auch viel mehr Geld in der Tasche. Das heißt, es wird viel mehr Geld ausgeschüttet. Das heißt, der Dezember ist quasi mein einträchtigster Monat bei YouTube, wo ich am meisten Geld verdiene, weil eben mehr Geld im System ist und weil ich so viele Videos mache. Und ich werde jetzt offiziell verraten, wie viel ich diesen Monat bei YouTube verdient habe für 25 Tage, 12 Stunden arbeiten. Sitzt du? Soll ich schätzen oder... Also jetzt pro Video oder insgesamt? Nee, insgesamt, über die letzten 28 Tage. 1200 Euro. Oh, das wäre schön. Echt 780 Euro. Ach komm, mach auf. Komm, wir trinken. Ja, aber das ist doch wirklich... Stand heute steht da wirklich heftig, 780 Euro, wo ich denke, boah, jeden Tag habe ich jetzt wirklich gebuckelt und geackert und so weiter und so fort. Aber trotzdem, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Ich will mich gar nicht beklagen. Es macht mir auch riesen Spaß irgendwie. Ich bin nur jedes Mal wieder fasziniert, wie viel Arbeit man reinstecken kann. Ja, man darf halt, also klar, man darf nicht immer rumheulen und sagen, hier, ne, wie schnell es angeht. Nein, alles gut. Auf der anderen Seite, wenn man dann sich überlegt, wie viel Zeit und wie viel Aufwand und Detailarbeit man da reinsteckt. Ja. Also, nicht wir. Ich sitze hier eine Stunde mit dir vor der Kamera und laber ein bisschen was rein und du machst dir so viel Gedanken thematisch. Da ist es schon echt schade, dass es so ist, wie es ist. Also das muss ja nicht selber rumheulen. Ich heule gerne für dich und wahrscheinlich auch für viele andere Creator sozusagen rum, dass das einfach Das ist ja quasi mein Spotify, ne? Also jeder, der Musik bei Spotify veröffentlicht und da auch unfassbar viel Zeit, Geld und Energie reinsteckt und auch Hoffnung mit reinbringt, ne? Bei jedem Künstler, ob ich YouTube-Videos veröffentliche, ob ich meine Musik rausbringe oder sowas, es schwingt ja auch immer die Hoffnung mit. Der nächste ist es dann so, ne? Das nächste Video geht durch die Decke, das nächste ist viral, der nächste Song ist es dann, ich werde entdeckt, entweder als Künstler, als Songwriter oder sonst was irgendwie. Und dann wird diese Hoffnung halt immer wieder irgendwie, nicht bewusst, aber trotzdem irgendwie mit Füßen getreten, mehr oder weniger. Ne? Du stehst dann manchmal davor, der Musiker genau wie der Videocreator, und denkst so, was muss ich denn eigentlich noch machen, damit es jetzt mal wirklich adäquat was rumkommt irgendwie. Mhm. Und ich mach's nicht wegen der Kohle, ne? Ich mach's wegen dem Geld. Aber es ist halt definitiv, das ist der Unterschied zwischen Kabarettist und Comedian, ne?
der Comedian macht's, der Kabarettist macht's wegen des Geldes und der Comedian macht's wegen der Kohle. So. Aber es ist halt tatsächlich doch faszinierend, wie viel da reinfließt und so weiter und so fort. Also wenn ihr, das ist jetzt auch kein Betteln, aber falls ihr euch berufen fühlt, an dieser Stelle mal Danke zu sagen, es gibt Möglichkeiten hier unter dem Video, einfach mal Danke zu sagen, einen kleinen Betrag zu überweisen und so weiter. Bei TikTok ist das komplett üblich. Also selbst Kids, die bei TikTok unterwegs sind und irgendjemandem followen, also folgen, geben dem quasi was von ihrem Taschengeld ab und sagen, ey, cooler Stream, irgendwie so, hier ist mal ein Euro, hier sind mal fünf oder so. Wie heißt nochmal diese Streaming-Plattform, diese... Twitch. Ja. Ja, da ist das ja. Genau, habe ich gerade TikTok gesagt? Ich meine TikTok Twitch. Gesagt. Ja, ja, okay. Ich war gerade ganz erstaunt. Nee, Entschuldigung. Ich meinte Twitch natürlich. Twitch, ja, ja, genau. Ja. Weil Twitch ist ja eine Livestreaming-Plattform und das ist total Usus, dass egal wer da, aber ich weiß nicht, die Zielgruppe ist vielleicht jünger und mehr vertraut mit digitalen Bezahlmethoden oder so weiter. Aber YouTube ist das gar nicht so üblich. Deswegen, falls ihr euch berufen fühlt, an dieser Stelle mal Danke zu sagen. Meinen Segen habt ihr. Und Danke sagen kann man übrigens auch im Livestream am 28.12. Da gibt es auch beim Livestream immer die Möglichkeit, einen Super Chat zu machen und da Geld zu überweisen. Und das Spannende beim Livestream dann am Ende des Jahres ist immer, dass das Geld, was da reinkommt, dass ich das nehme und das verdopple und dann spende. So, das heißt also, jeder, wenn ihr am 28.12. dabei seid, dann gibt es das Geld, was ihr reingebt, verdoppel ich nochmal und überweise ich dann. Müssen wir mal überlegen, wo ich das dieses Jahr hinschicke. Aber dann überweise ich das an eine wohltätige Organisation. Und dann haben wir alle was davon, so ein bisschen. Ne? Wahnsinn. Also kommt auf jeden Fall was rum. Deswegen ja, Leute, also. Lohnt sich auch da wirklich dabei zu sein am 28. 28. einschalten. Ja. Und ordentlich Geld spenden, damit der arme Jonas noch ärmer wird. Ja. Aber zumindest für ein Ding muss ich ja nicht sparen, weil das nämlich kostenlos ist. Und das ist das neue Plugin in unserer Rubrik: Plug-Influencer. Genau. Ja, wunderschöne Überleitung. Ja, ne? Wunderschöne Weil tatsächlich Überleitung. Ein kostenloses Plugin, also jeder mag gerne kostenlose Plugins. Ich denke dann auch immer so, ich sehe dann immer auf die andere Seite und denke so, muss ja irgendwo mal ein Programmierer gesessen haben, der das dann auch programmiert hat und der da auch Herzblut reingegeben hat. Ne? In dem Fall ist es ja quasi ein Marketing. Und deswegen ist es auch legitim. Ne? Es ist ein kostenloses Plugin aus Marketinggründen, nämlich von der Plugin-Schmiede Acoustica Audio. Genau, und wir sprechen über Italia. Wir sprechen über den Coral Baxter EQ. Ein Plugin, das aussieht wie ein 19-Zoll-Gerät. Ich weiß nicht, liegt da ein echtes Gerät dahinter? Ich glaube, das ist letzten Endes auch dem Dangerous Music Bugs EQ empfunden, würde ich schon sagen. Es sieht zwar überhaupt nicht so aus, ne? Der Coral Baxter ist ja rot. Genau. Und der viele haben mit Sicherheit schon mal diesen Dangerous Music Bugs EQ gesehen, schwarz. Aber mit diesem orangen Logo ja trotzdem drauf. Genau. Und ist aber auch so ein HE-Gerät. Ne? Aber von der Anordnung der Filter und sowas ist es genauso gemacht. Es gibt auch eine Bezahlversion davon. Okay, was kann die nehmen? Da kannst du, ich glaube, Dual Mono, also links, rechts unterschiedlich und auch MS machen. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Möglichkeiten. Also Mitte, Seite. Ne? Genau, Mitte, Seite gibt es. Der Coral Baxter in der kostenlosen Version, der hat halt deshalb was True Stereo, wie man sagt. Das heißt, du hast einen Knopf für die... Für links und rechts gleichzeitig. Genau, ne? Also alles, was du da einstellst, geht auf den linken und rechten Kanal gleichermaßen. Du hast halt einen Low-Cut und einen High-Cut. Genau. Die sind wirklich super. Haben wir auch schon mal in einem Video drüber gesprochen. Genau, kostenlose Mastering-Plugins. Genau. Das ist nämlich tatsächlich ein Plugin, was du auch immer mal wieder im Einsatz hast. Genau. Vor allem eben die Filter sind wirklich toll, weil es sind, glaube ich, wenn ich mich da so recht erinnere, so 6 dB Filter bei den Cuts. Ja, jetzt wird es wieder nach ganz viel Zahlen. Genau, jetzt ist wieder nerdy. Ich liebe Zahlen. 6 dB Flankensteil, das heißt, du hast auch bei einem Minimum Phase EQ, also nicht linearphasigen EQ, kaum Auslöschung, beziehungsweise eben nur eine sehr, sehr milde Verringerung in diesem Bereich. Eine Klangveränderung, die stattfindet, die aber auch manchmal, die auch gewollt ist. Ja, bei einem Low-Cut und High-Cut finde ich das gar nicht immer so toll, wenn das der Fall ist. Ich höre mir das einfach an, wenn es mir gefällt, gut. Wenn genau, nicht, dann ist halt immer die Frage, was in dem Grenzbereich ist, weil diese Auslöschung, also okay, ganz kurzer, dreisätziger Exkurs dazu. Ne? Ja. Wenn du jetzt einen Low-Cut benutzt, egal ob das jetzt in einem Coral Baxter ist oder im Pro Q3 oder was auch immer, und es ist kein Linear Phase EQ, dann sagt man, es ist ein Minimum
Face. Ja. Oder Natural Face wie auch immer. Wie die einzelnen Hersteller sich da wird auch unterschieden beim Fab-Filter auch, ne? Zwischen Linear Face, Minimum Face, Natural Face. Ja, Zero Latency gibt es da noch. Ja, sowas irgendwie. Grundsätzlich ist halt so, wenn du einen Filter benutzt, zum Beispiel mit also einem Low-Cut, 12 dB Flankensteilheit, dann wirst du immer irgendwo eine Frequenz haben, die zu 180% zu 180 Grad ausgelöscht in der Phase umgedreht wird. Ja, und dementsprechend ausgelöscht wird. Ach so, okay. Hm. Ne? Und das ist aber jetzt nicht, wenn du den Low-Cut bei 100 Hertz machst, dann ist das nicht bei 100 Hertz, sondern viel tiefer. Ja. Ne? Und umso härter du die Flanke einstellst, also 24 dB per Oktave, 48, umso schlimmer wird das. Ja. Ja, und umso weicher du das machst, umso weniger. Das heißt, wenn du jetzt einen 6 dB Filter hast, wie zum Beispiel beim Colbackstar, dann hast du eben keine komplette Auslöschung mehr, sondern du hast nur eine Absenkung. Einen leichten Dip. Ja, genau. Der auch gewollt sein kann. Wie gesagt. Viele arbeiten damit, um dann gleichzeitig sozusagen über der eingestellten Frequenz dann wieder quasi einen Peak zu erzeugen. Mhm. Ne? Ja. Kann man auch machen. Und bei einem linearphasigen EQ hast du das nicht. Das heißt, dafür hast du andere Probleme. Genau, da kannst du dann 24 dB per Oktave Filter machen sozusagen und du hast nie eine Auslöschung an der Frequenz. Dafür gibt es dann die sagenumwogene Pre-Ringing, was du dir das dann... Das ich bisher noch nie gehört habe und ich habe mich neulich damit mal auseinandergesetzt und mir das mal angehört tatsächlich, was das ist. Und ja... Gibt es. Ja. Und es, auch da höre ich mir an. Genau. Was es macht, was es nicht, bitte. Aber darum soll es ja auch nicht gehen, sondern es soll um den Colbackstar gehen. Also. Es ist, wie gesagt, der High- und Low-Cut funktioniert super. Ja. Ne? Sowohl auf einzelnen Signalen als auch jetzt auf einem Mix oder auf einem Drumbus oder Bus, so. Genau, ja. Ne? Du benutzt ihn ja zum Beispiel auch auf der Stimme. Ne? Jetzt drauf. Auf unseren Stimmen ist er jetzt gerade drauf, genau, weil der Low-Cut einfach fein ist und man kann damit nochmal ein bisschen feiner tunen, weil der eben jetzt nicht 24 dB anhebt oder absenkt oder so mit seinen Filtern, sondern ich glaube 5 oder 6 dB ist das Maximum. Kann sein, so, ne? Und das ist wirklich ein Klangformer. Ne? Das ist jetzt nichts, mit dem ich was repariere, sondern ich habe repariert und dann stelle ich im Mix fest auf einer Stimme zum Beispiel, oh, ich möchte noch so ein bisschen weiche Höhen. Da kann ich mir jetzt entscheiden, ob ich jetzt ein ganz langen Shelf-Filter nehme und den einfach weich fahre oder ob ich einen Pultec nehme oder eben den Bex EQ, mit dem ich ganz weich einfach anheben kann und es wirklich ganz feine Farbe. Ja, viel mehr kann er ja auch nicht. Ne? Low-Cut, High-Cut, dann gibt es ein Low-Band, also ein Bass-Band oder Tiefen. Ja, Bass-Band schon nicht. Also es geht von, nagel mir nicht fest, es geht auf jeden Fall auch bis in die Mitten, bis 200, 300 Hertz hoch. Und dann gibt es das gleiche nochmal in den Höhen. Und da kannst du, sagen wir mal, ein paar dB anheben oder absenken. Das war's. Und dann gibt es noch den Pre-Schalter in der Mitte, so ein kleiner Leuchteknopf, der noch so ein bisschen Saturation beibringt. Jetzt nicht ultimativ mega, hast du nicht gesehen so, also ist kein Verzerrer, sondern der einfach so ein bisschen Charakter noch mit reinbringt. Wahrscheinlich so eine Transformer-Emulation, die damit dazugefahren wird. Oder und die du auch noch reinschalten kannst, ist jetzt hier auf den Stimmen auch drauf. Und deswegen klingt das so analog. Ja, genau. Das ist faszinierend. Nein, ich mag dieses Plugin auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es regelmäßig im Einsatz. Es ist kostenlos und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den Coral Baxter EQ sich in die Werkzeugkiste generell reinzulegen. Generell Bugs EQ ist ja ganz interessant, ne? Aufgrund seiner Beschaffenheit. Genau. Ich meine, entstanden ja so ein bisschen dem Vorbild, oder was heißt dem Vorbild? Wenn du diese bei so Radios und sowas. Ja. Wenn du diese Treble-Geschichte hast, ne? Oder halt auch Bass und High oder wie auch immer, dann sind das oder waren das zumindest auch in der Vergangenheit, jetzt kommt wieder das böse, gefährliche Halbwissen raus, weil kein weißer Kittel heute und keine. Du hast ja heute den schwarzen Manchester-Stoff an. Genau. Aber es ist im Prinzip diesem Prinzip nachempfunden oder auch diente dem als Vorbild, dass du eben ganz, ganz weiche Kurven hast. Dass du hast nicht irgendwie ab da jetzt die Grenzfrequenz, wo du anhebst, sondern wenn du das mal dir im Plugin-Doktor oder so anschauen würdest oder nachbauen würdest mit einem EQ wie Fab-Filter oder so, wo du das siehst, dann siehst du halt, dass es ganz, ganz lange, ganz, ganz weich, selbst wenn du jetzt
glaube, da gibt es 19 Kilohertz oder was gibt es bei dem, irgendwie sowas, ne? Oder 20. Ja. Selbst wenn du den einstellst, dann geht halt die, die Kurve runter bis, keine Ahnung. 2K oder ja, was. Ja, ja, so ne? Ganz weich. Deswegen, es fühlt sich auch wirklich sehr musikalisch an und sehr natürlich. Total. Und deswegen macht es auch Spaß. Du kannst den auch quasi nicht zu viel benutzen. Also es ist, also du musst schon mit aller Gewalt reindrehen und selbst dann bleibt es noch einigermaßen für den Mastering-Experten sicherlich nicht. Aber 5 dB. Für, ja, bist 5 dB verrückt? Ist so wahnsinnig geworden. Irgendwie. Das komm ist ich ja, ja, mit 5 dB komme ich 3 Jahre das aus. Das ist 5 dB, das ist ja beim Manutec einmal, zweimal rum. So. Meinem dicken Knopf. Nee, der hat auch ganz schön Power. Wenn du den mal ganz nach rechts auf Anschlag drehst, dann denkst du aber so, ui. Nicht nur du. Heide Witzka. Nein, ich erinnere mich ja super gerne daran, wie wir hier gesessen haben und uns einfach mal gefreut haben, wie ja. Zwei Schneekönige über den Manutec. Deswegen, das war das schade, dass das kein zweites Mal für ein erstes Mal gibt. Ne? Das ist so, da muss ich mir das Video halt nochmal angucken, weil es war wirklich so ein Ohröffner, fand ich. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat gemacht, schon also. Echt Spaß gemacht. Also so. Der Manu. Weihnachten steht ja quasi jetzt vor der Tür. Oha. Aber jetzt zum Abschluss möchte ich noch gerne von dir wissen, hast du irgendwelche guten Vorsätze fürs neue Jahr? Weil wenn wir uns wiedersehen, ist der Jahreswechsel ja schon vorbei. Jetzt hättest du mich mal vorher fragen können, hätte ich mir Gedanken machen können. Nee, eben nicht. Ich habe mich ja auch noch nicht gefragt. Also du stellst mir gleich die Frage, ich habe jetzt nur 2 Minuten mehr Zeit, drüber nachzudenken. Ja, also gute Vorsätze habe ich in dem Sinne... Oder Dinge, kaum. Coole Dinge, die du vorhast, die du dieses Jahr nicht geschafft hast, die du nächstes Jahr unbedingt machen möchtest. Ja, man merkt, ich bin ein Mann voller Träume. Das ist, Okay, ich bring dir einen Haufen Steine und du kannst dir deinen Grill selber montieren. Ja. Nee, also es ist, klingt immer so doof, ne? Aber wenn man lange an einer Sache so werkelt, und ich meine jetzt nicht lange an, keine Ahnung, ja, oder lange an einem Möbelstück ja, oder was nicht, sondern für eine Sache, die man gerne machen will. Mhm. Ja, und wir beide sind ja in Bereichen unterwegs und auch vielleicht der eine oder andere, der uns so zuhört, in Bereichen unterwegs, wo du ja schon sehr, sehr viel investieren musst. Finanziell, zeitlich. Ja, vor allem zeitlich. Ja, zeitlich ja. Und eben auch sehr viel Kraft in gewisse Dinge investieren musst, ja. Um an einen gewissen Punkt zu kommen. Dann sagt man natürlich, Stillstand ist Rückschritt. Mhm. Ne? Das ist natürlich immer so. Deswegen ist man ja auch immer wieder dabei, neue Ansätze, neue Ideen umzusetzen, neue Marketing-Ideen umzusetzen, auch neue Ideen dann wirklich im eigentlichen Fulfillment-Bereich, also wenn man dann wirklich hier sitzt und arbeitet oder sowas, in der Kommunikation mit Kunden, wie kann man das noch verbessern und sowas. Das sind natürlich Dinge, die niemals aufhören, das weiterzuentwickeln. Aber grundsätzlich bin ich mit dem, was ich tun kann, darf, möchte, wie auch immer man das sagen soll, schon eigentlich sehr zufrieden. Das also ist schön. Ich mache das sehr, sehr gerne und was ich dir eben noch gezeigt habe, geht jetzt gar nicht um irgendwelche Zahlen oder so, aber trotzdem, wenn man dann halt sowas sieht, dass man mit seiner Arbeit durchaus positive Kritiken, wie auch immer, aber dann halt auch solche nette Zahlen Kommentare, sieht, wie ja. Man ist irgendwie unter den Top irgendwas Leuten, zumindest jetzt anhand von Streams oder von Kollaborationen, von irgendwas. Ja. Da macht es ja einen schon glücklich und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen mein guter Vorsatz für nächstes Jahr, dass man verdammt nochmal auch mal zwischendurch sich einfach mal darüber im Klaren ist, was man schon alles geschafft hat. Oh ja, das finde ich tatsächlich ein das ganz ist vielleicht ein wichtiges guter Vorsatz. Ding, eben nicht nur nach den Dingen da oben zu streben, sondern einfach mal sich zu gönnen, sich mal hinzusetzen und mal sagen, was habe ich eigentlich alles schon erreicht? Ja, das ist man wirklich, vergisst das immer wieder. Ich habe das neulich als Tipp gegeben tatsächlich für Leute, die immer denken, dass sie beim Mischen nicht vorankommen. Einfach mal zu sagen, nimm dir mal einen Mix von vor drei Jahren und hör dir den mal an. Ja, hör dir den mal an. Das geht mir regelmäßig so, wenn ich alte Mixe raushole, wo ich denke, ach du Scheibenkleister, was habe ich denn da gemacht? Irgendwie? Ja, aber man vergisst das immer so schnell, weil man sich auch dann vielleicht mit falschen Leuten oder mit falschen Sachen vergleicht oder sowas, ne? Wir leben ja mittlerweile alle so in diesem ganzen Social Media Ding und auch wenn man dann immer sagt, ja, ich bin da jetzt nicht so, ja, aber letzten Endes, selbst wenn du einmal in der Woche reinguckst, dann oder einmal am Tag reinguckst. Menschen oder vergleichen sich immer, so, und man, ob über Social Media oder wo auch immer. Und man vergleicht sich immer. Gibt auch so ein, ich weiß gar nicht, was das, ob das irgendwie so ein Zitat auf irgendeiner Grafik war oder so. Irgendwie vergleich dich nicht mit
also vergleich deinen Lebensstand jetzt gerade nicht mit Leuten, die schon 10 Jahre weiter sind oder so. Und 10 Jahre heißt ja nicht immer 10 Jahre älter, sondern oder 10 Jahre vielleicht, reicher oder sonst genau, irgendwie. Sondern einfach die 10 Jahre früher angefangen sind mit zum Beispiel jetzt Musik oder mit, keine Ahnung, im Sport oder in anderen Dingen, ne? Sondern vergleich dich lieber mit dem, wo du vor 3 Jahren warst. Dann wird einer sagen, ja, stimmt schon, ne? Man sollte natürlich auch immer, bin ich auch Fan von, die Ziele schon so stecken, dass man da auch hinkommen kann. Ja, dass man hinkommen kann, aber dass man sich auch ein bisschen strecken muss. Weil wenn du dich natürlich gar nicht mehr strecken musst, um deine Ziele zu erreichen, ist auch Quatsch. Ja, aber dir vorzunehmen, ab morgen auf dem Mond zu mischen, ist dann Quatsch. Auch Quatsch. Ne? Aber so grundsätzlich einfach mal ein Ziele bisschen... Ziele im Erreichbaren auf jeden Fall. Ja, Ziele setzen, aber halt auch mal, und das habe ich auch dieses Jahr oft nicht gemacht und an vielen Stellen hätte ich es mal vielleicht machen sollen, einfach mal zu sagen, ist auch geil, was ich hier schon gemacht habe oder oder was ich hier jetzt gerade mache oder was ich morgen mache oder sowas. Und ich glaube, vielen geht es so, dass sie immer eher daran denken, was sie alles nicht gut gemacht haben oder nicht gut machen könnten oder werden oder so. Einfach auch mal sagen, jo, ist auch mal nett. Ja. Was man so gemacht hat. Und und jetzt gebe ich die Frage natürlich gerne an dich, an dich weiter. Wie sieht es bei dir aus für 2024 wird wahnsinnig. Ja, das wird auch ein verrücktes Jahr werden, weil ich ja direkt Anfang des Jahres nach Südafrika fliegen werde. Die Flüge sind schon gebucht, mit meiner Mutter zusammen ins Land, wo wir auch Verwandte haben tatsächlich, die ich zum ersten Mal dann persönlich treffe. Das wird sehr spannend werden. Das ist aber nichts, was ich mir vornehme. Wenn ich beruflich denke, dann möchte ich hier wir haben gerade über Videoqualität gesprochen, das noch weiter nach vorne holen. Ich will immer noch Storytelling in die Videos reinholen und bin noch so am Arbeiten daran, wie ich das Lehrende mit dem Unterhaltenden noch besser zusammenkriegen kann. Das ist so mein persönlicher Anspruch bei der Geschichte. Und offline würde ich gerne Workshops mehr machen. Also tatsächlich Workshops im Premium-Bereich, einzelstehende Workshops und vor allem dann auch persönlich vor Ort Workshops. Jetzt dieses Jahr in den Prinzipalstudios. Genau, wie in den Prinzipalstudios. Das wird es nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch wieder geben, aber wir werden dann noch ergänzen mit einem Singer-Songwriter-Workshop wahrscheinlich. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht auch einen Workshop irgendwie, dass ich vielleicht nach Berlin fahre und da mal gucke, dass ich dann einen Workshop mache mit anderen Leuten zusammen und so weiter. Also Workshops insgesamt, um einfach noch enger mit Leuten persönlich zusammenzuarbeiten. Da hätte ich schon Bock drauf. Und ansonsten bin ich, das, was du gerade gesagt hast, ich bin furchtbar zufrieden. Ich bin unfassbar zufrieden mit meinem Leben. Ja, es ist ganz furchtbar, mein Leben. Ich möchte mein Leben wohl leben. So, das ist das Beste, was übrig bleibt. Ich bin furchtbar glücklich mit meinen tollen Kindern, mit meiner Frau, dass ich zu Hause arbeiten darf, dass ich mit Leuten wie dir verkehren darf, dass ich euch an meiner Seite weiß, wie jetzt neulich beim Cubase-Livestream wieder, wo über 280 nette Leute dabei gewesen sind. Cool. Das war wirklich mein erfolgreichster Livestream ever. Es war irre gut, wo ich wirklich einen Riesenspaß hatte. Okay. Und da hole ich mir alles ab und bin da sehr, sehr glücklich. Einzige Sache, die ich mir tatsächlich für nächstes Jahr nochmal rausnehme, obwohl ich es nicht gerne mache, ich muss mehr joggen. Ich muss definitiv mehr joggen. Also ab 50 bleibt echt selbst die kleinste Salzstange nicht mehr in der Hose kleben. Das ist furchtbar. Alles setzt an, alles wird spack irgendwie. Ich muss mehr Sport machen. Das ist mein schlechter guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich glaube, mein guter Vorsatz ist, dass ich mir ein neues Rudergerät kaufen werde nächstes Jahr. Ja, das, damit du noch mehr Muckis hier am Start kriegst irgendwie. Naja, ich merke, das 350 € Amazon-Ding ist nach 2 Jahren täglich im Gebrauch. Platt gerudert. Ziemlich am Ende. Da quietscht und knackt alles und ist wirklich nicht dafür ausgelegt. Und du weißt ja, dass du trainieren musst, weil ich habe ja gerade über Workshops im Sommer gesprochen. Ja. Also wenn wir dann ins Prinzipalstudio fahren, dann mehr Hi-Hat, ne? Muss ich wieder Achtel-Hi-Hat üben. Scheiße. Ach ja, dann kommt Zeit, kommt Hi-Hat auf jeden Fall. Aber bis dahin geht ja noch eine ganze Menge Wasser bei uns durch die Verse, bin ich gerade drüber gefahren. Bei uns ist Hochwasser mittlerweile schon angekommen. Das wird also überall steigen, die Pegel. Deswegen hoffe ich, dass ihr verschont bleibt bei der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall. Dass ihr in Ruhe vor allem Weihnachten genießen könnt. Bitte, dass eure Grills nicht wegwehen. Ja, genau. Das ist bei mir jetzt gestern ein
Gitter umgeweht, wo man sagt, da geht doch die Luft durch. Aber es war so viel Wind unterwegs, ja, dass der Gitter umgeweht hat. Gestern war es hier bei uns im Münsterland auf jeden Fall krass. Ja. Heftig, auf jeden Fall. Aber ich wollte mich damit auf jeden Fall von euch verabschieden und mich bedanken für die Treue. Das hier ist Folge 45 oder 46. Das muss man sich mal vorstellen, dass wir schon so lange jetzt tatsächlich Wahnsinn. Am Start sind. Totaler Irrsinn. Fast 2 Jahre jetzt schon. Ja, total. Also wir werden Teil eurer Familie auch, so wie ihr Teil unserer Familie seid. Aber wir wünschen euch jetzt erstmal ein fantastisches Fest und einen noch fantastischeren Rutsch ins neue Jahr. Genau. Schöne Feiertage. Lasst euch gut gehen. Lasst euch schmecken vor allem. Das ist auch wichtig. Lasst euch, was auch immer ihr esst, lasst es euch gut schmecken. Ja. Lasst euch reich beschenken oder genießt, was ihr habt. Auch das beides ist auf jeden Fall richtig gut. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen schon wieder. Gibt es ein Schlusswort außer frohe Weihnachten heute? Ja klar, ich zitiere den großen Philosophen Bud Spencer. Oh, Bud Spencer? Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. So, in dem Sinne, schöne Weihnachten und hoi, hoi, hoi. Jetzt ballern wir uns. Da habe ich doch ein Déjà-vu.